Ach, dann kann ich mich ja selber, kann ich mir ja selber wieder zugucken. Wie schön ist das denn? Ja, ist cool. Können wir so 2 Stunden zocken, so bis 15 Uhr oder so, wenn du jetzt so lange Zeit hast. Na klar. Ne, und dann gehe ich dann duschen und um 17 Uhr geht's dann zum Sport. Gehe ich dann duschen. Ja, hab mir gerade selber zugehört, na herrlich. Ja, ich hab's auch. Ja. So. Einladung ist im Gange, aber irgendwie passiert da nichts, ne? Nee. Hast du meine Einladung bekommen? Nee. Okay. Warte mal, gehe ich nochmal auf Einladung abbrechen. Wenn nicht, lad du durch mich doch mal ein. Ich bin dabei. Ich versuche es gerade. Bist du unsichtbar oder so? Nee, ich habe nichts geändert. Aber warte mal, ich gucke mal, vielleicht... Bin ich unsichtbar? Nee, ich bin... Nee, bei mir steht online. Bei mir ist... Ich bin offline irgendwie. Ah, das hatte ich auch schon mal. Also jetzt ohne, dass ich es eingestellt jetzt. Habe. Ja. Oh. Sondern einfach so halt. Oh, Fragment T. Da ist er. Ja, irgendwie seltsam, ne? Dass es manchmal so ist. Das stimmt. So, letztes Mal hatte ich gut eingekauft. Das ist sehr gut. Aber wir hatten noch die allerletzte Runde, ne? Die war so richtig geil. Also. Haben wir, glaube ich, über $1000 oder so bekommen. Ja, das stimmt. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich hier noch was Schönes mitnehme. Mhm. Perks hat es ja vergeben letztes Mal, ne? Ja. Also gut. Ich habe jetzt Skype sogar mal so hingelegt, dass es direkt über mein OBS ist. Aber nicht wie letztes Mal hat es ja den Chat verdeckt. Ne? Hätte da einer geschrieben. Hätte ich zwar im Game gesehen auf der rechten Seite, aber wahrscheinlich dann nicht so richtig lesen können. Mhm. Ja, ich habe heute auch noch Deep Rock und so installiert. Ah, cool, ja, das könnten wir auch nochmal zocken. Sollen wir vielleicht nächste Woche irgendwann oder so? Ja, können wir mal ausprobieren. Ja, es ist immer so ein bisschen, wenn man nicht so oft zockt oder nicht so viel Zeit hat, ist einfach dieses Reinspielen immer so, ne, das so manchmal unschön. Ja. Ja, deswegen, also im Grunde genommen ist das gar nicht verkehrt, was wir mit Hand machen. Das kennen wir einigermaßen, ne, und es macht ja auch Spaß und dann zockt man das halt. Also, ja. Ich sag ja auch mal, wie gesagt, diese Multiplayer, die laufen ja nicht weg. Ne, wenn man jetzt, sagen wir, selbst wenn du ein halbes Jahr nicht spielst oder ein Jahr, kannst du das im Jahr immer noch zocken, ne? Also. Das stimmt. Ja. Es sei denn, es gibt einen Fallout. Genau. Und ein Shutdown. Genau, Shutdown, du darfst keine Online-Games mehr spielen. Genau. Das ist ja ein Direct 3D 11 Spiel. Ich dachte, das wäre auch schon 12. Hab ich auch gedacht. Ja. Oh, der zeigt mir hier ein Bild vom Wasserteufel. Oh, den hasse ich ja. Ah, die Musik im Hintergrund ist ganz cool. Man kann sich doch von Spielen auch einen Soundtrack kaufen, oder? Kann man sie mit unterstützen oder so? Wie bitte? Da kann man die Entwickler bestimmt mit unterstützen. Hm, aber ich fand die Musik von Hunt Showdown, gerade dieses, also den gesamten Song fand ich sehr geil, muss ich sagen. Ja. Oh, tagsüber.
Oh, da sind schon wieder Hunde. Oh ja. Alter, deine Augenklappe, ey. Die ist gut, oder? Ja, das war voll übel, ey. Ich sehe auch nur, bei mir ist die Hälfte des Bildschirms schwarz. Okay. Alter, das wäre natürlich mal ein geiler Effekt, ey. So, ich wäre jetzt hier beinahe schon wieder reingelaufen. Jo, weg sind sie. Oh, oh nee, doch nicht. Einer. Da bin ich doch vor Schreck. Ja, doch einer. Ja, Mann. Ist doch gar nicht. Da bin ich doch vor Schreck vom Steg gefallen. Furchtbar. Ja, ich sag's dir. Schön geballert überall. Es gibt auch nur den Meuchler. Oh ja. Das ist schön. Also vom Soundsystem bin ich ja sehr begeistert, also. Haben sie wirklich gut was erreicht. Ja, ist schon ganz nice. Ja. So, wie komme ich da jetzt hier rein? Keine Ahnung. Ich gucke mal. Oh. Ah, hier ist eine Leiter. Ich bin einmal nach unten in den Keller gegangen und jetzt, oh, hier ist auch eine. Zum Einsammeln. Weg ist er. Voll die Hunde. Alter. Guck mal, dann können wir den noch. Habe ich platt gemacht. Sehr gut. Da laufen da noch mehr rum. Ja. Oh, der guckt mir hier sehr schön an. Hallo. Schade. Naja. So, wo ist denn jetzt das der Hinweis? Das ist oben. So seltsam. Schnell nachladen, bevor die gleich um die Ecke kommen, ja? Wir sind friedlich. Ach, der ist hier oben, da. Ach, da, ach du Scheiße. Alter, nochmal beide gemessen hatte. Ja. Unglaublich. Oh. Alter, wie die Zombies hier rumbrüllen, ey. Oh, noch einer zum Messer. Na komm schon, jetzt muss aber Ruhe sein hier. Das geht ja aber schon wieder gut los. So in die Richtung, oder? Ja, komm mal. Ja, die erste Runde ist echt immer so ein großes Abenteuer. Ja. Oha. Ich hab
und man hier auch Gegner spricht. Ich muss sagen, diese Kirche, die bleibt mir immer in Erinnerung, weil du da eine richtig geile Schlacht mal geschlagen hattest. Mit den Typen, die da im Keller waren. So. Ah, hier geht's, glaube ich, rüber. Oh, was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe zweimal auf dieselbe Stelle. Das ist rot geworden. Was war das denn? Hast du das gesehen? Ja, man kann zweimal, dann wird's rot. Aber okay, dann geht's auch weg. Merkwürdig. Ja, das ist ja super. Aber das ist ja nicht schlecht, wenn man Gegner markiert. Und dann sieht man das besser. Das war ja letztes Mal schon unser Problem, dass du meine Zeichen gar nicht mehr gesehen hattest. Ja, das stimmt. Oh, kein Wasserteufel. Sehr schön. Schön durchs Wasser, schön langsam. Oh, hier ist aber ein Wasserteufel, glaube ich. Oh, da wird geschossen. Ja. Ein Zombie, der wollte mir gerade von hinten irgendwie an die Kehle. Ja. Ich glaube, unsere Gegner sind schon in der Nähe. Ja, ich glaube auch. Ziemlich nah, würde ich sagen. Was ist hier drin? Ah, da ist es. Jo, wir haben ihn. Das ist mega. Gefühl, das kommt von da. Genau, ja, so da oder da so. Wir müssen ja in die Richtung. Ja. Vielleicht bekämpfen die den auch schon oder so. Scheiße, wir brauchen langsam Munition, ne? Oh ja, ich habe auch nur noch 31 Schuss. Scheiße, jetzt haben wir uns verraten. Gehen wir ein bisschen langsamer hier. Ja, doch, ich denke mal, da geht's ab. Oh, Scheiße, ich hab geschossen. Und da. Gut. Oh, und ich wurde von hinten angeschossen. Ach, sind fertig. Ja. Aber ich heile mich jetzt hier erstmal. Alter. Erstmal kommt ein Zombie. Die sehen mich natürlich, ne? Ich bin mir nicht sicher. Die blöden. Alter. Das kommt von rechts. Oh, einer ist du. Ah, sehr gut. Der zweite Tod, sehr gut.
Schuss nur noch, ne? Oh Gott, du hast ja wirklich wenig Schuss. Mhm. Ist der, der dich auch gefächert hat, oder? Ich weiß es nicht. Der hat mich mit einer Bornhain erschossen. Alter, noch, noch welche gestorben. Die können wir, wenn ich den platt mache, können wir die alle looten. Ja, eins nach dem anderen. Alter, ich komme gerade so scheiße vor. In dem Maisfeld, ey. Vor mir bewegt sich einer. Hört sich's nach rechts an? Ah, da ist er. Ja. Zwei, oder? Scheiße, ja. Ah, sehr gut. Naja. Was wollt's? Erste Runde, ne? Ja, auf jeden Fall. Und der mit dem Maiskolben tanzt. Oh ja. Hey, letztes Mal hattest du 2 oder 3 da an diesem Waggon immer weggeschossen. Ey, das war auch eine geile Runde. Mhm. Das stimmt, ja. Ja, gleich nochmal so eine richtig geile Runde. Mhm. So. Wollen wir mal jemanden rekrutieren hier? Modifizieren. Ich nehme mal wieder meine 2 Pistolen. Vielleicht komme ich damit noch ein bisschen besser klar. Yo, check the flow. Zumindest kannst du es ausprobieren. Mhm. Oh, 2 Spritzen. Ach, siehst du, meine Dynamitstange hätte ich auch benutzen können, habe ich auch schon wieder nicht getan. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ja, das Schlimme ist ja meistens, dass wir überrascht werden, ne? Also das ist ja, wir sind ja recht aggressiv unterwegs. Hm. Was ja jetzt nicht dramatisch ist. Ja, wenn man es wirklich so, wie du mal gesagt hast, also richtig spielen würde, müsste man wirklich so leise wie möglich wahrscheinlich irgendwo sich auch abhocken, ganz lange die Gegend beobachten und dann kann man aus dem Hinterhalt dann angreifen, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich meine, man kann ja auch sich bewegen, nur halt etwas leise, aber ich, also ich habe da auch keine Geduld für. Ne. Ich finde das so ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Dann geht's halt plötzlich ab und dann passiert was. Ja. Ja, ich finde, die Runden sind dann halt auch, okay, dann ist die Runde halt vorbei, kommt die nächste, ne? Ja. Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber wenigstens passiert die ganze Zeit was. Mhm. Aber in diesem Maisfeld kam ich mir echt ein bisschen dämlich vor. Das war irgendwie komisch. Hättest ja noch ein paar Kürbisse pflanzen können. Auf jeden Fall. Ah, warte auf andere C64-Spieler. Auf mich zum Beispiel. Was macht die Prozessorauslastung? Ja, lag wohl bei 2%, jetzt bei 1,6. No, das ist doch nice. Also die Elgato Capture Card, die bringt echt viel. Oh,
Ich würde sagen, wir gehen auch wieder geradeaus. Oh, das ist super. Aber ich hasse mal diese Sumpfgebiete. Ich finde es lieber, also ich finde es besser, wenn es so trocken ist, irgendwie so ein bisschen wüstenähnlich. Ja, das stimmt. Ah, so viel Wasser, ne? Man kann sich ja darin auch so scheiße bewegen und dann gibt es diese scheiß Teufel. Ja, genau. Schöne Mangrobenwälder. Da geht's ab. So. Jetzt sind wir gerüstet. Zweite Runde. Das heißt, auf die Fräse. Diesmal gibt es auch den Schlechter und den Meuchler. Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Da ist Ruhe. Oh, wir haben den Meuchler schon gefunden. Oh. Dann können wir den ja gleich mal platt machen. Auf jeden Fall. Das ist ja mal ein Traum. Jetzt müssen wir noch irgendwie reinfinden. Jo, ich bin schon drin, also. Ah, ich auch. So, dann wollen wir. Oh, Vorsicht, habe ich dich? Ich hoffe, ich habe dich nicht angezündet. Nee, ich bin rausgelaufen. Okay, gut. Ich wollte auch nach so einer Lampe suchen. Oh, er ist aber reingelaufen und hat sich entzündet. Ah, sehr gut. Oh, ich habe ihn dreimal getroffen. Das ist aber sehr schön. Hier steht noch eine Lampe, falls du eine brauchst. Ich hab einen. Aber laufen wir kurz weg hier. Nachladen ist wirklich das A und O hier. Ach, hier immer. Schön, wenn er sich hier mal wieder aufbaut. Wow. Oh, diesmal hat er mich aber erwischt. Ja, gleich haben wir ihn, oder? Plan und weglaufen. Klingt unterwegs, der Junge. Oh. Immer nachladen in der Zeit. Zeit hat er mir ja nicht gelassen zum Nachladen. Scheiße. So, erstmal blutig. Oh, ich bin draußen, glaube ich, Leute. Ja, ich habe auch irgendwas gehört. Irgendwie, ich bin der Meinung, ich habe vorhin einen am Fenster lang laufen sehen oder so. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, das ist den Namen. Muss ja erstmal weg, ey, weil das. Nachgeladen habe ich. Die andere lade ich jetzt auch nochmal nach.
Jo, das war's. Ich hab ihn mal verbannt. Mega. Ist natürlich die Frage, wo wir uns jetzt hier... Okay, ich bleib mal hier stehen. Ich laufe draußen rum, ne? Okay. Ich wollte nur mal gucken, was es so gibt. Nachgeladen habe ich auch beide Waffen. Ich laufe innen drin nochmal rum. Ja, bestimmt kriegen wir bald Besuch. Da gehe ich mal von aus. Es gibt auch nur zwei Eingänge im Grunde, ne? Hier den. Willst du einen bewachen und ich den anderen? Ja, können wir machen. Okay, dann bewache ich den hier. Ich bin bei dem hier. Ja, sehr ich gut. Bin durch so eine Stahltür reingekommen, die ich beiseite gemacht habe. Ja, ja, die, aber die hört man. Also die ist ja die hier links von mir. Ah, die ist zu, ja? Ja, genau, wenn die anfangen. Das geht ja immer, ne? Durch so ein Rad, oder? Ja, genau, richtig, ja. Ja, genau. Ich glaube, da ist auch wer durchs Wasser gelaufen. Das könnte auch der Wasserteufel sein. Ja. Mal aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwie kurz vorm Astloch stehe in so einer Tür. Oh, wie langsam er sich verbannt. 50, 51. Oh, meine Grafikkarte brutzelt wieder bei 76 Grad. Ui. No. Das ist schon warm. Ich habe gesehen, du hast heute Morgen auch Swarm-Test gemacht, ne? Ja, ich wollte nur, ich habe von Fraps dieses, das Overlay getestet für, ja, Temperatur und so. Boah, ist ganz cool auf jeden Fall. Oh, der Ausgang ist sehr nah. Das ist sehr gut. Vielleicht mal wieder eine Runde, die wir schaffen. Das wäre natürlich ein Traum. Siebzig, 80, oi. Man kann ja durch die Türen schießen, ne? Also durch genau. Holz. Ja. Falls man kann Land die geht. Auch wegsprengen. Ja. Oh, das war ich. Ich hatte einen nervösen Finger. Ah, okay. Alles klar. Dachte schon, jetzt geht's los. Und weh, da draußen steht einer mit dem Perk, der durch die Wand die Dinger sammeln kann. Dann gibt's aber einen auf die Nuss. Da müssen wir nur schneller sein. Ja. Okay. Bin aufgenommen. Jo. Na gut. Dann guck ich mal raus. Niemand, ich geh raus. Oh, das war der knapp. Ausgang, da ist schon das Boot. Oh. Da ist auch keiner. Nö. Schön. Ich will mich trotzdem hinterm Boot verstecken hier. Oh. Hier ist niemand in der Nähe. Nur Zombies. Die sind immer da. Ja, und die sind weg. Oha, oha, oha. Das wird eine schöne Runde. Jawohl, und raus. Oh, das ist aber... Nicht schlecht. Das gibt schöne Punkte. Oh, richtig gut. Und bei der zweiten Runde mal erfolgreich. Ohne gegnerische Einwirkung. Ja, deswegen war es auch erfolgreich. Genau.
Spritze muss ich mir gleich nochmal kaufen, habe ich eine benutzt. Oh ja. Oh ja, Live-Ansicht. Alter, war schöne Erfahrungspunkte hier. Schöne Handdollar haben wir auch bekommen. Das ist nice. Mhm. Ringen, jawohl. Oh, Freischaltung, flüssige Brandbombe. Das ist doch schön. Oh, Nagant Adlerauge habe ich bekommen. Das ist ja sehr geil. Das ist doch, oh, die liebe ich doch so. Dann habe ich eine Adlerauge, also eine Pistole mit Zielfernrohr und eine ohne. Das ist gut. Mhm. Eine mit und eine mit ohne. Mhm. So. Jetzt glaube ich das da. Wo habe ich jetzt? Ach, da bist du. Da bin ich. So halt, zack. Jo. Sprachnachrichten von meiner Schwester abgehört. Mhm. So, ich bin bereit. Ah, halt, nein, ich bin nicht bereit. Entschuldigung, aber ich muss ja die Perks noch vergeben, ich Nase. Das wäre natürlich gut. Ja. Komm her, Perky Perk. So. Jo, jetzt bin ich bereit. Ah, das ist wohl gut, da kannst du ja mit beiden Pistolen fächern, ne? Mhm. Alter, ich bin der Fächer-Onkel. Der Fächer mit dem Rächer. Hm, genau. Gerade mit dem Zielfernrohr ist das bestimmt interessant. Wenn man dann ich auch. Glaub, dann geht's nicht. Du kannst ja nur aus der Hüfte fächern. Das wäre natürlich nice, ne? Hast da einen im Visier und dann tak, 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 tak. Ja. Wie ein Maschinengewehr. Ja. Der Schlechter gefällt mir immer noch am besten, finde ich so. Ja, der ist am einfachsten. Hm, genau. Wobei, den Meuchler haben wir ja auch ganz gut im Griff gehabt. Ja, das stimmt. Den alten Assassin. Warte auf andere Spieler. So, mal gucken. Nur. Ich würde sagen, geradeaus ist schon wieder. Ist das nicht derselbe Level, den wir eben auch hatten? Ja. Ich glaube schon. Ja. Mit Zielfernrohr, das ist so schön.
Ja, da kannst du die, die du nicht magst, noch näher ranholen. Oh, da hinten sind ein paar Zombies eben gespawnt. Das sah lustig aus. Die sind irgendwann oben nach unten gefallen. Oh, Spinne und Schlechter. Schön nachladen hier. Oha. Oh, eine Mutti, genau vor mir, ey. Hab ich Glück gehabt. Soll ich wegfächern? Ja. So, gelöst. Sehr nice. Oh, da gibt es hier so ein Zeug. Oh, ich kann wieder nichts mitnehmen. Wo, geradeaus hier so? Oder? Ja, finde ich super. Aua, Bauchklatscher. Keine Zombies hier unterwegs. Verdächtig. Und alle in Samstagspaziergang. Na, siehst du, hier sind doch ein paar. Da oben in der Kirche ist es. Oh ja. Das schöne Ziel. Und ob wir da direkt hinfinden. Ich glaube, man kann von außen hochklettern. Kann das sein? Ja. Oh, hier gibt es ein bisschen Muni. Oh, sehr schön. Klettern wir mal hoch. Oh, ich höre eine Mutti. Oh Gott, da ist sie. Jetzt sehe ich nur noch grün. Oha. Ja. So, Hinweis aufgedeckt. Sehr gut. Ja, hier ist noch ein bisschen Munition, falls du brauchst. Gerade nicht. Wobei. Ja, gleich hier um die Ecke, ne? Ja, da zwei Kugeln. Vielleicht entscheiden die überleben oder. Ja. Zwei Eiskugeln. Lecker, lecker. Noch mehr. Oh. Ja, ich habe ihn irgendwie nicht getroffen und dann war meine Waffe leer. So, jetzt nochmal schön nachladen hier. Mit halb geladener Waffe. Oh, jetzt ist er voll. Oh. Halb geladene Waffe ist nicht so gut. Nö.
62 Schuss hat die. Also kann ich noch mitnehmen. Das finde ich echt gut. Das stimmt. So, geradeaus. Relativ wenige Zombies unterwegs. Mhm. Die paar wenigen haben wir erstmal umgenietet. Jo. Oh, du kannst ja aus der Hüfte fächern. Mhm. Wie eine Eins. Oh, es brummt. Es brummt. Ui. Ich bin der Meinung, ich hätte jetzt... Warte mal, ich muss nachladen und dann kann ich erst markieren. Der Meinung, ich hätte da hinten in dieser Richtung was gesehen. Das kann gut sein. Brummt es noch? Bist du in der Nähe? Ja, brummt noch. Wie es brummt. Oh, rechts von mir wird auch geschossen. Oh, hinter mir wird geschossen. Ich wurde angeschossen. Oh. Alter. Wo ist denn der Typ, ja? Einen habe ich erwischt. Hier hinten? Oh, es brummt. Immer noch. Ja. Ich hab zwei erwischt. Alter. Aber es brummt immer noch. Ja, aber die sind ja auch hinter uns gewesen, nicht vor uns. Also die waren da. Hm. Zwei Stück. Ich hoffe, ich hab die jetzt. Ich hoffe, es waren nicht drei. Mal hingucken. Soll es da ruhig brummen? Hm. Oh ja, da ist noch einer. Ist definitiv. Ja, ich sehe ihn. Alter, der. Ja, der hat mich gekillt. Mist. Scheiße, war nur. War direkt vor mir. Mhm. Und ich denke mal, der belebt jetzt seine beiden Kumpels. Eigentlich, da ist er. Ja, jetzt da belebt er. Oh, jetzt kommt er wieder. Oh, ich glaube, er wird gerade von einem Zombie angegriffen. Mhm. Oh, die Spritze hat nicht funktioniert. Mhm. Zu schlecht gewesen. Ja, ich glaube, der hat ja auch schon wieder den nächsten wiederbelebt. Ich weiß nicht. Da waren auf einmal zwei wieder, ja. Ja. Egal. Na, immerhin. Zwei haben wir erwischt. Ah, sehr schön. Alter, da hast du die weggefächert.
Ja, die Waffe gefällt mir ganz gut. Die hat ja so ein, da kann man quasi so ein kleines Ranzoom-Ding einschalten, also mit X. Oh, das ist cool. Diopter. Gucken, ob die uns angerechnet werden, weil er die ja wiederbelebt hat. Ja, werden sie. Ich glaube schon. Oh ja, zwei Stück. Gehen wir mal auf neu ausrüsten. So, was nehmen wir denn damit? Eine Spritze hat er schon, da kriegen wir noch eine zweite. Obwohl, warte mal, die lege ich mal beiseite. Ich kaufe mal zwei Splitterbomben, die kosten ein bisschen mehr. Die scheinen. Ah, da hatte ich nur eine von. Okay. Habe ich die bestimmt kostenlos dazu bekommen. Am Messer habe ich vergessen. Ah, egal. Das ist nicht so schlimm. Aber die Zeichnungen sind echt geil, ne? So die zwischendurch eingeblendet werden. Ja, richtig gut, Ja, auch hier von der Spinne und so. Warte auf andere Spieler. Ja, auf mich. Oh, dunkel. Das ist nicht gut. Ich habe die fetteste Sniper-Waffe, die es gibt. Oh. Das taugt dann hier gar nicht. Gar nicht so leicht, die immer zu setzen, die. Ja, die doppelten dann. Oh, jetzt hat's gefunktioniert. Oh, das ging jetzt aber fix. Fix, fix, fix. Relativ, ja. Jetzt steht hier bestimmt vor uns ein Zombie auf. Nee, doch nicht. Wieder richtig fett Sumpf. Oh, da oben ist es schon. Oh, Alter, das ist aber eine richtig fette Sniper. Ja, die ist nice. Also wenn die trifft, ey, dann kriegen die Gegner die Zähne raus. Auf jeden Fall. Ah, vor uns die Munition hier. Ja. Komische Geräusche. Jemand nicht ausgeschlafen. Ja, hört sich an wie so ein. Wäre das schon ein Endgegner oder so?
Dunkelheit mag ich hier gar nicht. Auch nicht so meins. Ich will mal die Enten umlaufen. Wir sind auf jeden Fall wieder Wasserteufel unterwegs. Mhm. Alter. Die sind echt übel, die Viecher. Ach, da hinten ist eine Leiter. Eine Leiter führt nach oben. Gar kein blaues Ding. Ah, ich die Richtung hier, ne? Da hier ist noch Munition, falls du brauchst. Auch nicht. Weiter als das blaue Ding. Noch weiter weg, ne? Ja. Runtergefallen. In den Abgrund. Mhm. Ach, siehst du da, wo es gebrummt hat letztes Mal? Mhm. Ich hatte ja diesen Schlangenperk. Eigentlich hätte ich es auch von außen lösen können. Ach ja, stimmt. Aber war ja auch ganz cool, dass du dich um die zwei da gekümmert hattest. So, gelöst. Mhm. Zu dem da hinten? Ja, können wir machen. Oh, jetzt hat sie ihn zerlegt. Alter. Ey, wie das da eingeschlagen hat, als du geschossen hast. Ich gedacht, der fällt gleich in zwei Hälften, aber der war sehr widerstandsstark. Ich glaube, ich habe die zwei stärksten Waffen mit jetzt im Spiel. Ja. Damit kannst du Nägel in die Wand schießen. Ja, wo ist denn? Ach, da. Ist auch Munition, falls du brauchst. Ja. Musst du aufpassen, da jetzt nicht durchlaufen, da ist ein Fall. Mhm. Okay, wo wollen wir denn lang? Ach, da ist was Blaues. Gehen wir mal da lang, oder? Mhm. Also ich sehe nur da was Blaues. Ich weiß nicht, ob du mehr Blaues siehst. Nee, erstmal auch nicht. Ist auch manchmal seltsam, ne? Manchmal sieht man gar nichts, also. Ja. Oh Gott. Ich hab den gar nicht gesehen. Ja, übel. Ist nicht ohne. Jetzt ist Ruhe.
Ist so, als wenn du Machtwort sprichst. Ja. Ist er wieder zurück? Na gut. Oh. Der war hier, hier waren wir doch vorhin. Ja, vielleicht war das doch der, wo du gesagt hast, oh, der hat aber eine schlecht geschlafen, ne? Stimmt. Naja. Ja, dann können wir das mal gucken, oder? Ich meine, können wir jetzt mal hier bleiben. Das wird spannend. Oh mein Gott, das wird scheiße. Es ist so dunkel. Mhm. Gar nichts. Oh nein. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Oh. Ja, ist es. Na gut. Wo läuft der hier lang? Ich hab gerade mal eine Granate reingeworfen. Ach, dann kann ich ja Kamikaze machen, wenn dein Spiel abgestürzt ist. Kann ich hier mal ran. Ja, wenn du möchtest. Mhm. Scheinbar wird der doch zu heiß jetzt. Ich wüsste mal. Ich probier mal kurz was, während du da zockst. Mhm. So, hast du sie umgebracht? Nee, ich bewache gerade die Leiche. Ich bin im ganzen Gebäude rumgelaufen, hier ist keiner. Ach krass. Die haben die Leiche erschossen und sind weg? Ja, irgendwie. Mal gucken, ich laufe hier mal weiter rum. Oder die haben so einen Schlangenperk und wollen sich das von außen holen. Aber hier ist keiner im Gebäude. Merkwürdig. Oder die haben das so gemacht wie wir am Anfang, dass wir den gekillt haben und dann weggerannt sind. Ja. So, 91, 92, 93. Gleich ist die Verbannung abgeschlossen. Das wäre natürlich geil. Ja. 96, 97, 98, 99, 100. So, ich habe mir eine Trophäe geholt. Nice. Hier ist aber auch nirgends keiner. Ja dann. Raus, ne? Ja, auf jeden Fall. So seltsam. Ist nirgends keiner, also. Okay, warte mal, dann müsste ich mal. Alles klar, dann laufe ich hier lang, dann komme ich. Das ist ja seltsam. Habe ich aber auch noch nicht erlebt. Dass die da noch tot rumliegen oder so, aber. Ja, merkwürdig. Mhm. Na, vielleicht ist bei den anderen auch das Spiel abgestürzt. Das kann auch sein. Oh, Hunde. Dann mach sie fertig. Wenn du nicht helfen. Oh, eine Schwarmutter ist ja auch noch irgendwo. Okay. Oh, jetzt haben die schon wieder einen Arsch gebissen.
Kommt mir gleich hin. Den habe ich platt gemacht. So, warte mal jetzt. Alles klar, jetzt können wir nochmal eine Spritze geben. Boah, ist das aufregend, ey. Das alleine ist echt für den Arsch. So. Ja, das ist schon spannend. Ja. Jetzt muss ich aber in die Richtung. Ein Ventilator wäre vielleicht gar nicht verkehrt, ne, für deinen Rechner. Ja. Schwarmutter habe ich platt gemacht, so. Alles klar, ich laufe jetzt Richtung Ausgang. Muss jetzt mal ein bisschen umlaufen, aber das sollte ich hinkriegen. Wie viele Zombies auf einmal da sind, ey. So. Okay, geradeaus und dann links und dann müsste ich da sein. Wobei, das dauert noch ein bisschen. Ich bin ziemlich weit weg hier noch. Ja, das macht ja nichts. No. Bisschen schade, dass man jetzt nicht zuguckt. Obwohl, ich kann ja von Dingens zugucken, ne, aus dem Internet. Ja. Ach, Nerf 13, yo, danke. Jonas hat gerade geschrieben hier, moin und euch eine gute Jagd. Ja, moin, vielen moin. Dank. Jo. Ah, ja, jetzt. Eine Insel. Ah, warte mal, da ist noch. Da ist noch ein Zombie. Hey. Jo, den habe ich auch platt gemacht. So krass, dass man die Multiplayer auch alleine zocken kann. Aber schön ist es nicht. Ja, mein Gott. Oh. So. Müsste gleich da sein. Oh ja, ich kann jetzt zugucken. Ah, jetzt geht's ja. Also ich meine von außen. Ah, sehr gut. Ach ja, über Twitch, ne? Ach, da ist doch schon. Sind doch schon die Pferdchens. Eieiei. Noch Zombies hier. Ist auch noch ein Zombie. Noch einer. Ich laufe jetzt immer um die Kutsche. Das ist ja richtig gut. Da hast du ja, haben wir ja fast nichts gemacht und es gab trotzdem eine Trophäe. Ja, absolut. Ich dachte, was ist das denn, ey? Oder das sind neue gewesen, die irgendwie keine Ahnung hatten, ne? Ja. Ach, Tag. Ich hab dir mal zwei Bilder geschickt. Musst du dir mal angucken, wie winzig diese Karte ist. Hm? Ich habe meine Hand daneben gehalten. Warte mal, guck ich mal kurz. Alter, das ist aber echt ein Witz. Ja, oder? Die passt wirklich in die Handfläche rein. Ja, die kannst du ja fast im Handy einbauen, ey. Ja, die ist wirklich nicht viel größer als ein Handy. Also, ne, die ist breiter, aber von der Länge her. Mhm. Krass, krass. Ja, ist kein Wunder, dass die so heiß wird. Und es ist auch ein winziges Gehäuse. Mhm. Ich habe nochmal versucht, dich einzuladen. Jo, alles klar. Hier geh ich mal drauf. Zack. Oh, sehr gut. Ah. Okay, jetzt kann ich mal gucken, wie viele Perks ich jetzt habe. 12. 12 sogar. Oh, 12, gut. Nochmal Widerstandskraft. Was haben wir denn noch? Repetiervisierung nehmen wir mal. Verringerter Feuerschaden. Ja, okay, können wir auch mal nehmen. Nehmen wir erstmal so ein paar einfache Sachen. Okay, Lobby. Brauche ich nochmal eine Spritze.
Jo, jetzt haben. Achso, siehst du, Messer nehme ich doch mal mit. Das hatte ich vorhin vergessen. Jo. Wir sind bereit. Also, ich hoffe, dass er jetzt. Ich habe den jetzt mal so hingelegt, sodass er nicht. Also, sonst stand er hier auf dem Holz und das ist immer so warm geworden. Ja, das. Ich bin auch froh. Also, wenn ich jetzt überlege, ich wohne im Dachgeschoss. Und wenn ich meine Wasserkühlung nicht hätte, das würde manchmal echt kritisch werden. Wobei mein Prozessor ja nicht so schwitzt, aber ich denke mal, meine Grafikkarte. Ich könnte mir auch mal so ein Overlay basteln, damit ich mal sehe, wie heiß meine Grafikkarte wird. Ja. Aber eigentlich kannst du es doch eigentlich direkt auf dem zweiten Monitor sehen, oder? Ich habe keine Anzeige für die GPU. Warte mal, was haben wir denn? Ach so. Nee, ich habe, also OBS hat da keine Temperaturanzeige drin. Aber könnte ich mal einbauen, also. Müsste ja nur, genau, ich müsste ja nur mal GPU-Z starten. Als Beispiel und leg mir das am zweiten Monitor. Genau. Und lass das da dann laufen. Das ist auch nice. Ja. Ich muss mir hier so ein komisches Kabel kaufen und dann kann ich die Karte außen hinlegen. Ja, genau, so ein Riser-Kabel, ne? Genau. Das ist echt, echt cool. Ja, gerade, ich hatte ja die. Ich wollte ja jetzt in dem Gehäuse auch wieder ein Riser-Kabel einbauen. Aber das Problem war halt, das hat nicht geklappt, weil ich halt die Capture-Karten und so drin habe. Ja, dann war das halt ein bisschen, hätte ich keinen Platz gehabt. So. Jo. Da können wir, glaube ich, genau in die Richtung gehen, gleich wo die Zombies herkommen. Und dann gibt es gleich auf die Mütze. Ich sehe auch gerade der Schlechter oben. Es ist nur noch der Schlechter. Genau. Das heißt, wir werden schnell auf Gegner treffen. Oh. Beide Verfehlte. Ja, vor allem mit diesem fetten Visier, das ist tragisch. Der Zombie hat eben gerade so ausgesehen, als wenn er da hinpinkelt. Der stand da so komisch am Baum. Oh, da ist das Fass hochgegangen. Oh Mann, ey. Ich treffe nicht viel heute. Ah, die sind aber auch diese. Oh, Schwarmmutter, irgendwo. Nee, das war ein verbrennender Zombie. Ah, okay. Oh, wieder hingefallen. Warte mal kurz. Spring dir mal in die Luft. Ja. Ganz funktioniert. Da sind sogar zwei. Scheiße. Ja, einer ist noch im Feuer. Ah, der ist auch platt. Ich bin tot. Ah, hier, wo ist er? Ich wurde erschossen. Von rechts. Okay. Hoffe ich mal, dass der dich, dass der mich nicht gesehen hat. Doch, der ist links von dir. Achso, okay. Genau da. Alter, das hat sogar getroffen. Ach, die Splitterbombe, ja. Scheiße. Ich dachte so, ach, machst du mal nix, da passiert nix. Dass ich hier weglaufen kann. Shit, shit, shit. Ah ja, stimmt, ja, wenn du sagst von rechts. Und ich war ja, für mich war es ja links, ne? Nee, für dich war es auch rechts. Also, ne, so wie wir standen und auf den Dicken geschossen haben von rechts. Ah, alles klar, ja. Du bist ja dann, hast dich ja umgedreht und bist an die Wand da. Stimmt, ja. Kleinen Denkfehler gehabt. Aber das macht ja nichts. Nö, das war auf jeden Fall eine schnelle Runde. Ja.
teilweise ist es aber echt so, dass man, wenn man da gerade so falsch langläuft, irgendwie aus Versehen so, ne, dann kann man echt nichts machen. Ja. Okay, Verbandzeug. Dann zwei Spritzen. Bereit. Ist schon ganz nice. Also, so, heute macht es auch wieder richtig Spaß, finde ich, ne? So. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das sowieso. Also meistens ist es echt cool. Mhm. Nur wenn man ganz schlecht drauf ist, dann ist es nicht cool, aber dann ist gar nichts cool. Es geht mir aber auch so, wenn wir das spielen und ich merke an dem Tag, dass ich irgendwie müde bin oder so, dann läuft da bei mir auch wirklich gar nichts. Also dann spiele ich und denk so, so, als wir es das erste Mal gespielt haben, wieder nach längerem, habe ich gedacht, Alter, das ist voll anstrengend. Ja. Ich glaube, die Karte ist jetzt um 5 Grad kühler, also die kam vorhin nur bis 70. Hm. Mal gucken. Ja, das wäre super. Vielleicht sollte ich dir, ich habe noch viele Lüfter, die könnte ich dir mal mitbringen oder so. Ich könnte auch so einen Lüfter vorklemmen. Ja, ich weiß nicht, also ne, die wird ja eigentlich, könnte man probieren, klar. Also ich glaube, wenn es richtig heiß wird, hier in der Butze oben, da wird nichts mehr mitspielen. Wenn es hier dann irgendwie über 30 Grad drin ist oder sowas. Ja. Dann kocht die bestimmt mit 100 hier rum. Ja, ihr habt oben im Dachgeschoss genauso wie ich auch so eine Hitze immer, ne? Ja. Kannst du nur nachts schön richtig kalt durchlüften. Tagsüber ja, alles abdunkeln, wenn es geht, ne? Aber... Ja, sowas genau. Aber ich meine, wenn du immer ohne Licht hier rumläufst, ist auch scheiße. Mhm. Look. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir landen. Ich auch. Oh, die ganzen YouTuber haben hier wieder so viele Videos hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles gucken soll. Ja, wie viel da täglich produziert wird, ne? Das ist unglaublich. Hm. Millionen von Menschen, die immer unten Kram hochladen. Ja, und jeder hält sich für wichtig. Das auf jeden Fall. Oh, wir haben jetzt sogar einmal hier ein Ziel und wir haben da ein Ziel. Ja, ich würde sagen, da so ist näher. Hm, okay. Jawohl, ab geht's. Du hast ja kein DDR-3-RAM mehr, oder? Nee. Also auch nicht rumliegen oder so. Nee, leider nicht. Nur DDR4. Also jetzt auch nichts mehr. Ich hab alles verkauft. Manchmal bereue ich das auch ein bisschen, dass ich so denke, wenn man das immer so verscherbelt, man könnte sich vielleicht damit auch mal einen Zweitrechner bauen oder so, ne? Ja, das stimmt. Ich hätte ja auch erst überlegt, ob ich mir nochmal so einen extra Streaming-Rechner zusammenbaue oder so. Aber dann hatte ich irgendwie gedacht, ach wofür, ne? Das funktioniert ja so und läuft gut. Warum sollte ich das denn extra noch machen? Das kostet ja nur extra Kohle. Ja, das stimmt.
müsste ja auch eine Leiter sein, oder? Wahrscheinlich. Der zündet da oben die ganzen Zombies an. Ah, hier ist er. Oh, auf mich wurde geschossen, scheiße. Echt? Ja, ich hab jetzt mal Weißt du von wo? Nee, ich vermute mal aus dieser Richtung. Ich konnte mal ein Dings da auf. Es hat nicht gebrummt, das Ziel. Soll ein bisschen weiter weg sein. Ich konnte den Hinweis noch aufdecken. Alter, das war aber. Aber eingeschlagen, ey. Ich laufe hier mal ein bisschen rum, ob einer noch mal schießt hier. Ne, bis jetzt passiert nichts mehr. Ich lauf mal hier so quer rüber. Sieht auch nichts. Hm. Merkwürdig, ah, hier ist noch Munition, ne? Ja. Aber auch kein, ey. Hm. Hm. Ist echt merkwürdig. Ich hab's nur gehört, so tschu, und dann schlug es schon ins Holz ein. Ah, okay, aber getroffen wurdest du nicht. Nee, das war ganz knapp. Ich dachte auch so, scheiße, wenn ich den Hinweis weiterlöse, dann habe ich gleich ein Problem. Aber das, da ist dann nichts passiert. Bring ich mal runter. Mal gucken hier genau hier mal raus. Ah, hier ist noch. Gott, jetzt. Wo kann's sagen, kommen da die ganzen Zombies angelaufen? Schwarmmutter, ja? Mhm. So, wollen wir da lang? Oder? Oh, können wir machen. Und vielleicht laufen wir den Typen auch über den Weg, der auf mich geschossen hat, dieser Schlumpf. Ja, vielleicht. Ich steck dir ja gerade im Holz fest. Ja, hab ich gesehen. Schön die Schatten an sich. Hinweis hast du zum Aufdecken? So, ist auch bitte. Mhm. Ja gut, dann können wir da ja mal hin, ne? Auf jeden Fall. Die ballern da hinten auch schon so viel. Vielleicht kann es sein, dass sie den schon bekämpfen. Ja. Ich muss mal ganz kurz aus dem Spiel raus. Mhm. So, jetzt bin ich wieder soweit. Okay. Oh, da wird echt schon fett geballert. Ja. Ich denke mal, da geht's ab. Oh, schön, dass ich hier in so einen Hund reinlaufe. Oh, nicht nur ein. Kann nicht schießen. Hey.
Ja, jetzt, Alter. Das war mal eine knappe Angelegenheit hier. Und auch nachladen. Mein Zielfernrohr hier mal nachladen. Die ist nachgeladen, sehr gut. Oh, schlechter wird verbannt, siehst du. Vorsicht, der Immortal geht auf dich schlecht. Oder Emulator oder was auch immer das ist. Alter, wie er da rumrennt, ey. Warte mal, ich muss mal. Oh, ich sehe Gegner. Oh. Ich kann aber. Da. Oh, ich hänge hier gerade in der Grube fest und der tanzt hier gerade um mich rum. Ich habe einen getroffen. Sehr gut. Es waren drei, ich seh sie jetzt aber nicht mehr. Jetzt bin ich noch angezündet, ey. Oh. Alter, was für ein Stress hier. Ah cool, der brennt irgendwann aus. Ist ja auch nice. Jetzt muss ich mal zu dir kommen. Wo oben über dir ist einer. Ja. Ich brauche gerade einen gesehen. Jetzt kommen Zombies hier schon mal an. Oh scheiße, jetzt rennt er hier weg. Alter, hier oben sind die auch drin. Glaube ich. Ich muss jetzt hier weg. Ah, der hat natürlich auch mich geschossen, aber nicht getroffen. Ich werde oft beschossen. Alter, der hat gesessen. Der hat es mir richtig gesungen. Du lebst auch noch, ne? Ja, ich musste aber ganz weit weg. Okay. Ich muss jetzt hier erstmal weg. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie über einen Zaun komme und von hinten ran kann. Hast du beschossen? Ne, ich habe gerade die Zombies beschossen. Platt gemacht. Scheiße, da komme ich nicht hoch. Das ist immer Munition. Ich habe keinen Plan, wo die jetzt sind. Ich versuche mal. Das ist ein Gebäude. Da werfe ich mal Dynamit rein. Und hat's was getan? Ich glaube, die laufen im Gebäude immer noch rum. Ah, die sind da aber drin. Gucken, wo wir sie kriegen. So, ich lauf mal ran. Oh, ich sehe einen draußen laufen. Okay. Jetzt habe ich ihn verloren, der war da unten. Ist hier noch einer? Ne. Ich fall hier mal runter. Also ich latsche natürlich drin. Hm. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo sie sind.
Ich komme mal zu dir. Ja. Also einer ist in die Richtung da raus und irgendwo da lang. Oh ja, man hört auch die Hunde. Zombie platt. Na gut, dann können wir eigentlich raus. Ja, weil die auch raus sind, ne? Es bringt sonst nichts mehr. Okay, wo lang? Hinten, ne? Oder? Ich würde sagen, da unten lang. Jo, ich folge dir mal. Alter, aber krass, ey. Haben sich natürlich schnell verkrümelt. Zack. Platt gemacht. Aber ich sag mal, ist ja auch ganz nice, ne? Wenn du so rausrennst und ist auf jeden Fall ein paar Hinweise aufgedeckt. Ja. Es gibt auch ein paar Punkte. Vielleicht können wir dann die Charakter besser aufleveln. Das stimmt, ja. Aber ich brauche nicht viele Punkte. Hatte mal das Tor zugemacht, weil da Hunde waren. Ja. Oh Gott, ich glaube, die Hunde kommen trotzdem. Nur einen habe ich platt. Ah, da müsste ein zweiter sein. Jo, Headshot. Weg ist er. Sehr gut, sehr gut. Ja, sonst noch hier was? Nee. Nicht viel. Kapelle der schwarzen Madonna, ne? Hurra. Ja, einfach mal quer ein und dann können wir auf jeden Fall raus. Oh, hast du gesehen, wie der Zombie gespawnt ist eben? Ja. Hier geht's ab. Ich hoffe, wir schaffen's noch. Oh, die Mission endet in 3 Minuten. Ja. Da. So, jetzt die Zombies zerlegt. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man es nicht rechtzeitig rausschafft. Und dann stirbt? Ich vermute mal, fällt man da um und dann macht's. Alter, das war aber ein deutliches Signal an den komischen. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn überhaupt? Oh, Wasserteufel. Nicht wie der mit dem Draht heißt. Drahti. Oh, Hunde. Alter, geht zum Schluss hier nochmal ab, ey, ich glaube. Zack. Ja, und raus. Sehr gut. Keine Trophäe, aber okay. Trotzdem eine nice Runde. Ja. Din, 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 din. Ach, dann würde ich sagen, aber letzte Runde, ne? Ja, würde ich auch sagen. Letzte Runde, dann gehe ich duschen und dann geht's zum Sport und dann werde ich schwitzen. Das ist immer gut. So. Ein paar Perks vergeben mir. Punkt
Punkte haben wir denn gekriegt? Du bist so leise. Ich höre dich gar nicht. Immer noch? Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe nichts gemacht. Okay. Besser? Nee, du bist immer noch sehr leise. Ja, ich habe echt nichts gemacht. Seltsam, seltsam. Oh, vielleicht gibt sich das auch gleich wieder. Ich zieh mal kurz den raus und nochmal. Okay. Ah, jetzt höre ich dich aber auch noch leise. Aber okay, letzte Runde, da wird das noch so. Wird das gehen. Wie komisch. Ah, jetzt wird's wieder. Ja? Ja, so, ja. Ja, manchmal denke ich ja, die Rechner sitzen hier und denken so, hahaha. Die verarschen uns doch alle, das ganze Computer. Ich denke auch. Ja. Wir erzählen auch, wir glauben nur, es gibt noch kein KI oder so. Es ist schon lange so weit. Genau, dabei haben die ganzen Computer sich schon millionenfach vernetzt und die größte Neurone der Erde gebildet. Genau, und benutzen uns, um sich weiter zu vermehren. Durch Hand Showdown lernen sie dann halt, wie man Menschen killt. Genau. So geradeaus, würde ich sagen. Oh, ist ja schon wieder so dunkel. Also viel Empathie würden sie im Internet nicht lernen, auf jeden Fall unsere künstlichen Intelligenzen. Nee, das stimmt. Aber das ist schon sehr selten eher asoziales mehr. Irgendwelche Pranks oder so. Dann denken die, das ist normal, sich zu dissen. Auf jeden Fall. Oh, es gibt auch nur den Schlechter. Das heißt, wir werden wieder schnell auf Gegner treffen. Ja, und auf den Tod. Ah. Da ist ja der Hinweis, der aufgedeckt werden will. Der wird immer gelässert. Zack. Jo, Hinweis ist auch aufgedeckt. Nice. Ich glaube in die Richtung irgendwie, ne? Ja, können wir machen. Ich folge dir dann gleich. Okay, so geht's auch. Oha, Wasser. Wenn da jetzt der Wasserteufel ankommt, dann war's das. Ja. Da hinten leuchtet es doch schon so richtig schön blau. War das der Dicke? Ich such hier mal vorbeizulaufen.
Ah, da oben ist der Hinweis, ja gut. Hier ist auch noch fast, falls du was brauchst. Ja, dann nehme ich was. Oh, Zombie platt gemacht. Ja gut. Oh Gott, jetzt habe ich dich angeschossen. Ich weiß nicht. Und ich glaube, die hat mich geschlagen. Okay. Oh, was hält denn der aus? Oh, jetzt hier Ruhe. Hier gibt's Munition. Ah, sehr schön. Hier auch. Oh, hier auch. Dann der Gegner hier ist? Das kann sein. Ist ja ganz oft so, ne? Das, ah, meine Munition ist bereits voll. Ich schmeiß mal so ein Ablenkungsding. Hm. Einfach mal so, weil ich einen zu viel habe. Oh. Schießt du? Schießt du? Nein. Okay, dann schießt wer anders. Das ist das Ablenkungsding. Ach so, ja, stimmt, hast ja gesagt. Hast ja gesagt, dass da eins geworfen ist. Also hier gibt es sehr, sehr viel Munition. Ja, wundert mich auch. Das ist echt merkwürdig. Noch mehr Munition, ne? Ich hab nicht gesehen, dass ich dieses... Ich geh mal kurz weg und wieder zurück. Hm. Das... Oh, shit. Okay. Nee, irgendwie ist hier nichts. Ach, Schiss. Nee. Ist wahrscheinlich immer noch das Ablenkungsmanöver. Nein. Also wenn, kommt's aber von da, also. Ja, ich hab's auch, glaube ich, in die Richtung geworfen. Hm. Okay, dann müssen wir jetzt noch einen Hinweis haben und der ist dahinter. Na gut, dann gehen wir da an. Mhm. Oh, dieses Pferd, ey. Das kann man sich auch erschrecken, wenn es auf einmal auftaucht. Ja, geradeaus. Ich hoffe, wir haben hier keine Leute, die uns entgegenkommen. Zombie. Zombie. Jo. Überall Zombie. Hm. Eieieiei. Das ist ja, als wenn ich mit einer Erbsenpistole spiele. Ja, das stimmt. Es geht schon ab hier. Hm. Da hinten ist der Hinweis. Hey. So, der brummt auch nicht. Den kann ich sogar aufdecken. Oh, aber da sind Gegner.
Wo denn? Da, wo die Markierung ist, rechts von dir. Ah. Der hat da aus dem Tor rausgeguckt. Ich krabbel da mal rein, ne? Der ist immer noch da am Tor gewesen gerade. Mach jetzt mal mein Tor hier auf. Ja. Oh, Alter, da hat er mich da von außen. Der ist vor dem Tor. Nicht im Gebäude, der ist draußen vorm Tor gewesen. Ich mach das Tor auf und der hat mich da weggebrezelt. Hat er aber gut gemacht, also. Nice, sagst du. Wen ballert der denn? Bestimmt Zombies, ne? Zombie auf dich zu. So mit dem Messer killen theoretisch, ne? Dann hört er dich nicht. Ja. So, jetzt, wie war denn der rausgekommen, ne? Naja. Dann geh ich mal hoch. Da ist er. Oh shit, ey. Das ist gut. Das ist echt ein guter Schütze, ey. Der hat mich auch richtig weggebrezelt. Ja. Ach, der hat die schöne Bornheim gehabt. Oh. Und die Vertili. Naja gut, war aber eine gute letzte Runde. Ja, auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, war echt cool. Das ist doch mal nice gewesen. Definitiv. Aber das ist ja, du hast ja mal so ein paar Cracks, ne? Die mich platt machen, die dich dann platt machen. Also ja, die alles platt machen. Obwohl, hättest du, sag mal, hätte der dich nicht gesehen und du hättest ihn im Fenster gesehen, er dann hätte ihn schon wegschießen können, ne? Ja, das war ja die Hoffnung, aber Warterei ist immer nicht so meins. Nee, meins auch nicht. Ja. Oh, Schlange habe ich jetzt freigeschaltet. Sehr. Das ist doch der Perk, ne, den man dann, wo man dann von draußen so die Rätsel lösen kann. Genau, genau. Okay. Rekrutiere ich mir hier nochmal ein. Modifiziere den nochmal schnell hier. Und rüste den aus. Die geben wir auch mal ab hier. Aber kohletechnisch, ich habe noch immer über 5000, also. Das ist nice. Ich leider nicht. Schade, dass man sich nicht gegenseitig Geld hin und her schieben kann. Nee, aber ist ja nicht schlimm. Also so viel fehlt mir auch nicht. Ich habe auch immer noch genug, um jedes Mal genug zu kaufen. So, ja, dann würde ich sagen, ne? Ja, wünsche ich dir viel Freude beim Sport. Jo, danke. Und dann hören wir uns ja die Tage bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Spätestens Montag.